Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir einen Beauty Haul. I'm super duper excited. Und es kann sein, dass die Lichter sich so ein bisschen verändern. Wir haben heute Sonne. Ich liebe Sonne, super toll. Aber es kann sein, dass es ein bisschen das beeinflusst. Ich habe natürlich meine Lichter, aber die Sonne kommt und geht. That is how it is. Aber meine Lieben, wir machen jetzt ein Beauty Haul. I'm super duper excited, wie ich schon gesagt habe. Und ich zeige euch jetzt, was ich geshoppt habe. Beginnen wir mit ein bisschen Kaya. Ich muss sozusagen, es ist hauptsächlich Kaya. Und zwar Kaya ist ja mit dieser Purple, ich glaube, sie hat so Sleeping Beauty, irgend sowas oder Sleeping Time, irgend sowas, glaube ich. Und das sind die, die Sheet Mask. Und die sind so schwarz, also richtig, richtig interessant und wunderschön. Die Farben auch. Also ich meine, Kai am Anfang war ja eher mehr so beige und sowas. Und jetzt haben wir so schöne Farben bekommen wir jetzt. Das finde ich ganz, ganz toll. Und in dieser Collection ist auch ein Cleansing Oil rausgekommen. Wie gesagt, ich habe von Kai noch nichts ausgetestet. Ich weiß, Leute, ich weiß. Es ist ganz schlimm. Ich verstehe es auch nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Aber ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Ich werde es machen. I promise. Ich werde es machen. Aber bis jetzt bin ich einfach noch nicht dazu gekommen. So sieht das aus. Ist ja wunderschön. Richtig schön. Ich meine, ich bin nicht so ein super Fan von Cleansing Oil. Ich mag gerne Waschgele, muss ich schon ehrlich dazu sagen. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Also sieht auf jeden Fall extremst hübsch aus. Was noch rausgekommen ist, ist Beauty Shot Serum. Richtig, richtig spannend. Ich habe übrigens heute die Ringe vom NYX Adventskalender um. Die finde ich aber sind echt cute, muss ich ganz ehrlich sagen. Plus, wir haben keinen Self-Tan momentan, aber ich bin gerade in dem Aufbrauchen und ich vergesse immer die Hände zu waschen. Aber jetzt sind sie sehr white. Jetzt bin ich eher mehr, am Körper bin ich noch sehr braun, aber die Hände sind jetzt dafür sehr, sehr weiß. Weil leider komplett was runter, also ist wirklich komplett runtergegangen. Aber jetzt gucken wir. Mache ich hier das Beauty Shot Serum auf und wunderschön. Ich finde das richtig, richtig hübsch. Super hübsch. Wirklich, wirklich hübsch. Aber natürlich, also ich muss es noch testen. Ich weiß. Beziehungsweise testen werde ich es nicht. Ich werde es aufbrauchen. Das heißt, im Aufgebraucht gebe ich euch mein Feedback dazu ab. Jetzt haben wir auch das Overnight Eye Serum, habe ich mir geholt. So sieht das aus. Also die Farben sind wirklich, wirklich schön. Muss ich ganz ehrlich sagen, they're really, really pretty. So sieht das aus. Ich meine, ich bin ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also so Eye Creams und sowas benutze ich ja wirklich gar nicht. Aber ich muss das wirklich beginnen zu benutzen, weil ich glaube auch schon, dass es ein Unterschied ist. Also ich liebe diese Eye Patches, vor allem die von Revolution. Bin ich gerade, da habe ich jetzt schon ziemlich viele verbraucht, aber da sind, wie viele sind da drinnen? 60 Stück. That's a lot und jeden Tag mache ich es auch wieder nicht, aber das ist, finde ich, immer so, so, so schön und ich finde das wirklich, wirklich toll. Deshalb, ich muss mehr Eye-Sachen benutzen. Das letzte, was noch rausgekommen ist in der Collection, ist die Renew You Peeling Pad. Auf die bin ich so, so, so gespannt. So sieht einmal das Packaging aus. Also da bin ich, okay, ich hau hier alles runter. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Oder bekommen wir so ein Spatula? Also hier bekommen wir so ein Teil, wo wir es dann rausnehmen können. Und das sind eben solche Peeling Pads. Ich weiß jetzt nicht, wie viele da eigentlich drin sind. Aber ich glaube, es steht nur 140 Milliliter. Okay, aber so sieht es dann aus. Cool, sehr, sehr cool. Auf die bin ich echt gespannt. Das ist das, was mich eigentlich am meisten intrigt. Und die Face Mask, die finde ich auch, sehen so, so, so spannend aus. Und weil ich gerade Face Mask habe, ist Kaya mit so vielen Face Masks rausgekommen. Und ich habe mir das ganze Set bestellt. Und zwar Bye Bye Sleepy. So sieht das aus. Und ich glaube, das sieht so ähnlich aus wie die Creme. Meine Mutter hat die Creme von mir bekommen zu Weihnachten. Und sie mag sie sehr gern. Sie findet aber, sie ist etwas dünn, hat sie zu mir damals gesagt. Aber ich habe sie selbst noch nicht getestet. Nein, sie sieht gar nicht so aus. Nehme ich zurück. Und zwar, das sind Eye Patches. Ah, genau. Das sind solche Eye Patches wie eben von Revolution. Ich weiß gar nicht, wie viele sind da drinnen. Steht auch nicht. Nee, also keine Ahnung, wie viele da drin sind, aber
Eyepatches, wie gesagt, mag ich mittlerweile wirklich, wirklich gern. Dann haben wir die Red Carpet Face Mask. So sieht hier die Verpackung aus. Das ist eben dieses Orange. Sie haben eben diese verschiedenen Serien für Hauttöne. Und das ist jetzt, ah ja, genau. Und die sieht eben aus wie diese Creme, die sie zuerst gelauncht haben mit ihrer ersten Skincare-Reihe. Richtig cool. Das ist hübsch. Richtig, richtig hübsch. Also ich finde das wirklich, wirklich hübsch. Echt schön. Und das Orange ist auch wunderschön. Aber das ist die Sommerreihe eigentlich. Das Orange ist Sommer. Das Beige ist für alle Skin Tones. Grün ist eben für Oily Skin. Und Rosa ist Normal Skin. Genau. Und hier haben wir das Beige. Genau. Und die kommt jetzt genauso wie eben die, wie die Creme. Ich glaube, die sehen, glaube ich, ident aus. Muss ich jetzt sagen. Ich glaube, die sehen wirklich, glaube ich, komplett. Ich habe die jetzt leider nicht hier oder ich weiß gerade nicht, wo sie ist, besser gesagt. Aber ich glaube, die sehen ident aus. Aber so, so, so spannend. Aber ich meine, eigentlich brauche ich gar keine Gesichtsmasken, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich habe so viele Gesichtsmasken. Also es ist schrecklich, dass ich das gekauft habe. Aber man hat keine, was rauskommt. Dann haben wir diesen Brush hier bekommen. Musste ich es halt holen. Ich habe es einfach, es hat mich zu sehr interessiert. Und zwar, das ist dieser, so ein ganz klassischer, Gott, der klebt, so geht das nicht. Genau, wow. Aber der ist wirklich, wirklich hübsch. Das gefällt mir. Mit diesem Metallic und dem Weiß. Der ist wirklich hübsch. Der ist sehr, sehr, sehr hübsch, muss ich sagen. Der ist wirklich, wirklich hübsch. Ich meine, ich habe auch sehr, sehr viele von diesen Face Mask Pinseln, muss ich auch dazu sagen. Aber kann man jetzt, finde ich auch, kann man mehrere davon haben. Dann muss man es weniger waschen. Dann haben wir die Carol Detox Mask. Ich mag gerne eben so, heißt es Koralding? Also dieses eben, was so gegen entzündungshemmend und so ist. Ich mag das sehr, sehr gern, weil wenn meine Haut problematisch ist und das kommt dann eben so ganz klassisch in so einer Box. Also in so einer Box, in so einer Tube, wollte ich sagen. In so einer Tube. Und das, glaube ich, kommen jetzt die anderen auch. Wir haben hier nämlich die pinke. Und die ist eben Instant Soothing. Also die ist wahrscheinlich, wenn man so trockene Haut hat. Beziehungsweise sie ist ja für normale. Weil die trockene Haut, Sensitive, das ist die weiße Reihe. So sieht die aus. Auch sehr, 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 sehr hübsch. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber ihr seht, es ist so viel auf einmal rausgekommen. Ich war echt so, okay, ich meine, ich wusste, es ist Face Mask, aber dass so viel auf einmal kommen, hätte ich nicht gedacht. Und die letzte ist die Radiance Peel. Also die ist anscheinend ein Peeling-Effekt. Aber wie gesagt, die orangene Reihe ist ja an und für sich die Sommerreihe. Also genau, das werde ich dann vermutlich im Sommer, weil das sind so viele Masken, bis ich die aufgebraucht habe. Oh, es ist 20:30, glaube ich. Nein, so lange halten die nicht, aber genau, jetzt machen wir, glaube ich, ein bisschen Rap. Nein, wir haben noch von Kai, haben wir noch was. Und zwar, ich habe nämlich diese, das waren nämlich zwei jetzt verschiedene Bestellungen, aber diese lila Bestellung, die ist so spät gekommen, wegen dieser Tasche, die habe ich nämlich auch die mitbekommen. Und die finde ich richtig, richtig cute. Das ist so eine, finde ich super. Ich mag sowas immer gern, wenn ich einkaufen gehe. Dass man eben nicht so unnötig Plastiktüten kaufen muss oder sowas. Dass man da einfach eine Tasche mit hat, die man immer wieder benutzen kann. Und ich mag Kaya. Ich mach gerne Werbung für Kaya. Ich finde die cute. Also die habe ich, glaube ich, aber gratis dazu bekommen. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber die habe ich auf jeden Fall oder vergünstigt. Aber das finde ich sehr, sehr cute. Und weil die Bestellung zu spät gekommen ist, habe ich von Kaya The Dewy Look Setting Spray gratis bekommen. Das finde ich so, so, so süß. Finde ich super putzig. Und das zeigt für mich auch, dass ihnen die Kunden wichtig sind. Und das schätze ich sehr, sehr. Ich hatte zwar einmal, muss ich zugeben, mit dem Customer Service ein bisschen Probleme, weil niemand dort geantwortet hat. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber ich habe dann auf Instagram geschrieben und dann haben sie sofort geantwortet. Also es hat sich dann eh, da war ich jetzt, das ist das Einzige, wo ich sage, da war ich damals, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, war ich nicht so zufrieden. Aber das finde ich ist super, super cute, dass wir hier einfach The Dewy Look Setting Spray gratis bekommen, weil eben die Bestellung verspätet war. Das finde ich sehr, sehr cute, das schätze ich sehr und ist ein super, super Pluspunkt, beziehungsweise zeigt einfach, dass Kaya
die Kunden einfach schätzt, die sie hat. So, wir teilen das heute in Brands auf, habe ich mich dafür entschieden. Das heißt, das nächste ist Revolution und wir beginnen mal Gott, die sind so süß. Und zwar Scrunchies. Ich finde die so süß. Seht ihr die? Ich meine, ich finde, die sind zwar sehr frühlingsmäßig, aber das ist mir jetzt egal. Die sind so cute. Und ich muss dazu sagen, bei mir sind jetzt ein paar Scrunchies auch kaputt geworden. Bloß ich verliere sie auch, finde sie dann wieder, aber verleg sie und sowas. Also, und ich bin echt ein Riesenfan von Scrunchies und die sind so, so, so süß. Also, da freue ich mich. Finde ich sehr, sehr, war ein toller, toller Verkauf. Ah, stimmt, das habe ich noch vergessen, das wollte ich noch sagen. Und zwar von Kaya habe ich All Over Body Glow, habe ich mir geholt. Und das werde ich vermutlich jetzt nicht mehr dieses Jahr austesten. Das werde ich dann auf den nächsten Sommer/Frühling verschieben, weil ich jetzt halt wenig Body Glow, also man sieht ja kaum jetzt viel, viel Körper, sieht man jetzt eher weniger, weil wir uns jetzt langsam einpacken, weil es kühl wird, es wird kalt, der Winter is coming und deshalb, genau, werde ich jetzt nicht Body Glow wirklich benutzen, aber das werde ich nächstes Jahr, also ja, nächstes Jahr ist das dann schon, oh mein Gott, nächstes Jahr werde ich es euch zeigen. Dann habe ich von Revolution die Sally Hughes und zwar da habe ich diese ganzen Sachen mir geholt. Das ist einmal das Packaging, ich glaube, was ist denn das? Gel Quench Light, also das ist ein Moisturizer. Jetzt gucken wir, ob wir das, also das ist eben eine. Ich kenne sie nicht, muss ich dazu sagen. Also ich denke, sie ist eine Influencerin. Ich kenne sie nicht. Sie ist etwas älter, was mich sehr, sehr angesprochen hat, weil ich dann höhere Erwartungen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich finde, dass ältere Haut hat einfach auch höhere Ansprüche, als wie du es jetzt mit einer Teenage-Haut vergleichst. Du brauchst einfach bessere Ingredients und sowas. Und deshalb bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie diese Produkte sind. Sehr, sehr gespannt. Dann haben wir auch noch Sally Hughes Clean Sheet Morning Cleanser. Ich muss dazu sagen, ich tue in der Früh nicht cleansen. Habe ich eh keinen Lippenstift? Nein, ich glaube, ich habe cool das. Also ich tue in der Früh nicht cleansen, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich tue in der Nacht cleansen. Also ich werde den vermutlich am Abend benutzen. Aber ich finde die auch sehr, sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr, sehr hübsch, diese Produkte und ich bin echt, echt gespannt. Aber ihr seht, ich habe so viel Skincare. Was soll ich denn das alles benutzen? Dann auch noch von Sally Hughes Cream Drench Rich Anytime Moisturizer. Also, ich muss dazu sagen, vielleicht kaufe ich meiner Mutter auch zu Weihnachten, dass ich ihr den hier vielleicht so also, kaufe. Letztes Jahr hat sie den von Kai bekommen, dieses Jahr ist es Revolution. Habe nicht mehr so viel Geld wie letztes Jahr anscheinend. Nein, aber wenn er gut ist und ich finde die wirklich hübsch. Ich find das Packaging richtig, richtig hübsch. Und eben dadurch, dass es einfach eine ältere Frau ist, die das macht, finde ich das super, super interessant. Must See Anytime Daily Serum. Also ich vermute jetzt, das ist ein Vitamin C Serum. Ich öffne euch es aber. Und sehr, sehr spannend. Die sind wirklich hübsch. Die sind wirklich hübsch, diese Produkte. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich glaube, da mache ich dann noch eine Bestellung, wo ich für Freunde und Familie für Weihnacht, Geburtstage, bla bla bla, Sachen davon bestellen werde. Auch wenn ich jetzt keine Ahnung habe, ob sie gut sind. Aber sie sind wunderschön. Sie sind wirklich schön. Das ist jetzt Daily Exfoliating. Auch, also, I mean, it's pretty. It's so pretty. Ich lieb's. Ich lieb's. Ich finde es richtig, richtig schön. So würde ich wahrscheinlich auch meine Skincare-Line designen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, jetzt natürlich nicht, weil sowas gibt es jetzt schon so viel. Aber es ist sehr, sehr, sehr hübsch, muss ich schon sagen. Ah, und das Letzte. Ich liege hier schon, also langsam ist hier schon ein Berg voller Produkte, muss ich zugeben. Und so das Letzte haben wir Butter Clean Makeup Meltdown Cleansing Balm. Die sind ja mittlerweile auch so, so, so beliebt, diese Cleansing Balms. Und das hat nämlich so einen schönen Matt-Finish und das ist wirklich, wirklich wunderschön. Sehr, sehr schön. Echt schön. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Also sieht sehr, sehr spannend aus. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Und genau, dann habe ich auch noch, machen wir die noch. Und zwar Perfume. Und zwar von Revolution Love. Das lasse ich jetzt in der Verpackung, muss ich euch ehrlich zugeben. Aber es sind schon wieder welche rausgekommen.
Es sind schon wieder welche rausgekommen und ich möchte auf jeden Fall noch welche bestellen, weil ich liebe diese Perfumes und ich möchte alle von Revolution haben. Genau. Und das Ding, da ist, glaube ich, dann sogar noch eins rausgekommen. Das habe ich leider nicht bekommen. Das war ausverkauft. Die sind halt sehr, sehr beliebt, weil sie so günstig sind und sie sind wirklich gut. Sie halten auch echt gut. Und die sind halt, die lieben wir und ich liebe sie auch. Muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich finde sie super. Dann habe ich von Revolution habe ich das Pressed Powder, das CC Perfecting Pressed Powder, weil ich es sehr, sehr gern mochte. Ich habe es jetzt im Beige, habe ich es geshoppt. Ich muss dazu sagen, schon etwas länger her, also diese Sachen habe ich nicht alle auf einmal geshoppt. Ich shoppe wirklich, wirklich nicht viel momentan. Ich bin sehr, okay, also ich shoppe schon viel. Aber Kleidung shoppe ich sehr, sehr viel. Und das finde ich persönlich nicht so schlimm, weil ich habe wirklich neue Sachen einfach gebraucht. Und auch jetzt noch, ist, also für die Arbeit und sowas, so Business-Sachen habe ich halt, in der Schule habe ich keinen Anzug oder sowas getragen. Also, und manchmal, man möchte ja nicht immer nur die drei selben oder, bei mir sind es eigentlich zwei selben Sakkos, immer die wieder anziehen. Also deshalb, das habe ich einfach gebraucht und brauche ich auch. Aber zum Beispiel Make-up habe ich wirklich momentan genug und deshalb bin ich froh, dass das die einzigsten Lidschattenpaletten, die ich gekauft habe, sind drei Stück. Mehr habe ich nicht gekauft. Ich meine, okay, für Reviews und sowas natürlich, aber sonst, ich meine, das ist, wenn man sich die Make-up-Hauls von früher anguckt, ist es enorm viel weniger. Ich bin stolz, Leute. Ich bin wirklich, wirklich stolz und ich liebe es auch, mein Make-up zu benutzen, was ich habe. Ich entdecke immer schöne neue Sachen, die ich mit meinem Make-up machen kann, was ich habe und es ist sehr, sehr Spaß. Aber zum Beispiel Powder brauche ich sowieso. Also das ist nichts, was irgendwie alt bei mir wird. Und so sieht die Farbe Beige aus. Perfekte Farbe. Richtig, richtig schön. Sehr, sehr toll. Gefällt mir gut. Das sieht halt auch so teuer aus, ne? Also das sieht nach Luxus aus. Und es ist auch teuer für Revolution. Ich glaube, es kostet so 13 Euro. Also es ist durchaus teuer, aber es ist sehr, sehr schön. Und das habe ich eben zweimal gekauft, weil ich das ja auch in meinem Kit getestet habe, beziehungsweise aufgebraucht habe ich darüber gequatscht. Und deshalb wollte ich davon zwei mir einfach kaufen, weil ich davon echt, echt begeistert bin. Und ich von meinem, wie ihr jetzt schon wisst, das sage ich schon in so vielen Videos, dass ich jetzt langsam von meinem All About Matte Fixing Powder von Essence absteige und ein anderes mir suche, weil meine Haut einfach nicht mehr die ist, wie ich 16 war. Also es verändern sich Dinge und ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Ich mache nämlich auch im Jänner Drogeriefavoriten und High-End-Favoriten. Und es ändert sich, es ändert sich. Man denkt es nicht. Ich habe, also wenn mich 2019 wer gefragt hätte, oh, denkst du, deine Make-up-Favoriten werden sich viel ändern? Nee, das glaube ich nicht. Nee, die finde ich so toll. Aber es gibt so viel noch mehr Tolleres. Es gibt so viel auf diesem Markt. Es ist ein Wahnsinn. Und zwar die Lidschattenpaletten, die ich geshoppt habe, sind die Powerpuffs. Ich habe Powerpuffs als kleines, kleines Kind geguckt. War es meine Favorite TV-Show? Nein, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also eine meiner Favorite TV-Shows. Ich weiß nicht, wie es für euch war, aber war bei mir Simsalagrim. Oh mein Gott, ich bin ja auch ein riesen Märchen-Fan und ich liebe, also das war, und die Gummibärenbande, das war auch, aber die war nicht, also Simsalagrim war schon so, okay, Leute, bitte jetzt leise sein, es ist Simsalagrim. Also das war wichtig. Was ich auch super toll fand, war zur Weihnachtszeit Bartholomäus. Kika, also wenn ihr das wisst, dann sind wir ungefähr gleich alt. Und es, obwohl, beziehungsweise es gibt jetzt einen modernen Bartholomäus. Aber den ich geguckt habe, der war nicht Zeichentrick. Das war ein echter Bartholomäus. Yes. Das erfahrt ihr ein bisschen was über mich. Diese 3-Liter-Paletten werde ich auch im Getestet erwähnen. Deshalb, ich wollte euch auch ein bisschen neue Sachen im Getestet auch zeigen. Weil wir oft, also neu, die sind jetzt wahrscheinlich schon antik bei Revolution, weil das schon so lange her ist. Für mich sind sie auf jeden Fall noch sehr, sehr, sehr neu. Und ich finde auch die Color Story sehr interesting und werde euch da im Getestet einfach mein Feedback abgeben. Aber ich muss dazu sagen, also ich versuche weniger zu shoppen, genau. Aber ja, es gelingt mir, finde ich, sehr, sehr gut. Außer Skincare. Skincare bin ich crazy. Und da muss ich jetzt auch merken, ich muss sie auch ein bisschen versuchen, ein bisschen runterzuschalten, weil wir haben genug. Wir haben jetzt genug für die nächsten 2 Jahre. Wir haben ausgesorgt. Dann haben wir die Brow und zwar
Bubbles. Und so sieht, ich liebe ja Blautöne. Also für mich ist das eine wunderschöne Palette. Also, und ich finde die wirklich, wirklich cute, muss ich sagen. Also ich finde, das sind süße Paletten. Genau. Und die letzte ist Blossom. Das ist die pinke. Und das, so sieht die aus. Wunderschöne Color Story. Richtig, richtig cool. Also werde ich euch auf jeden Fall im Getestet, werde ich euch da meine Meinung dazu sagen. Aber richtig, richtig süße Paletten. So, meine Lieben, wir sind schon am Ende jetzt langsam angelangt. Und zwar ist es noch Jeffree Star Skin. Und das war's dann. Von Jeffree Star Skin habe ich einmal, haben wir die Lip Mask. Und das ist die Lavender Collection. Und hab die bei Beauty Bay bestellt. Dort bestelle ich jetzt nicht mehr, weil man muss ab jetzt Zoll zahlen und das möchte ich nicht. Das finde ich auch was richtig cooles Packaging und sehr, sehr cool. Also der ist mitgekommen und Lip Mask, ja, da habe ich auch enorm viel. Also da müsste ich eigentlich auch nicht mehr kaufen. Dann haben wir von Jeffree Star und zwar Lavender Lemonade Sleep Mist und ich weiß nicht, ob ich jetzt es als Sleep Mist. Ich meine, ich werde es beides, als so Face Mist und als Setting Spray werde ich es benutzen. Und werde ich da auf jeden Fall, wenn euch das interessiert, aufgebraucht, werde ich euch meine Meinung zu den Produkten sagen und bei den Lidschatten getestet. Also halt einfach ein bisschen, abonniert den Kanal, dann seid ihr dabei. Und dann das Letzte, was ich habe, was ich hier zerstechen muss, damit ich es öffnen kann. Und zwar von Jeffree Star Skin Translucent Face Mask. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, weil, ja, es sieht sehr, sehr cool aus. Ich mag es ja, dass wir hier so einen Spatula bekommen. Das finde ich persönlich sehr, sehr cool. Es ist sehr hübsch. Also es ist wirklich hübsch. Ich mag Farbe. Also ich finde das sehr, sehr hübsch und sehr, sehr ansprechend. Richtig cool. Richtig coole Produkte. Richtig cooler Beauty Haul. Das ist das. Ich habe das. Oh Gott, wie lange liegt das schon bei mir hier? Ich spare das hier immer auf, bis ich dann einen Beauty Haul mache. Ich glaube, ich habe das schon seit August, Juli. Sowas. Also ich habe wirklich nicht viel geshoppt in letzter Zeit. Ich bin echt, echt stolz. Und Make-up habe ich auch wirklich, wirklich. Ich meine, jetzt waren natürlich die Adventskalender, das heißt, da habe ich viel Make-up auch bekommen. Deshalb wusste ich, ich muss nicht sehr viel Make-up kaufen. Und ich bin sehr, sehr stolz, dass wir viel, viel, viel weniger Make-up haben. Wir haben sehr, sehr viel Skincare und da muss ich jetzt auch langsam sagen, oh, we have enough. Aber genau, das heißt, wir machen heute noch Fashion Hauls, weil da habe ich noch nicht genug. Aber und dann irgendwann habe ich wirklich von allem genug und dann ist es vorbei. Dann ist der Kanal schon wieder. Dann ist er hinfällig. Dann gehe ich, Leute. Nein, natürlich nicht. Aber jetzt würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich sage vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo jetzt ein weiteres Video von mir und könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und dann würde ich super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt mir alles in die Kommentare. Ich liebe es wirklich von euch zu sehen. Und dann könnt ihr mir super gerne auf Instagram nehmen. Da bin ich natürlich auch für euch da. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!